Servus Leute, wir sind wieder zurück in DayZ und nicht so wie ich das letzte Mal in Altes gesagt habe, dass wir in der DayZ sind. Blöd in der Aufnahme. Ja, der Kuhn ist wieder mit dabei und ja, wo bist denn gespawnt? Ich bin schwarzer Bildschirm gerade. Ah, okay, schwarzer Bildschirm ist immer cool. Ja, dann lauf da am besten mal hin zum schwarzen Bildschirm. Passt. Ich schau mal raus auf die Straße, wo ich einen schwarzen Fleck finde, dort laufe ich mal hin. Ich bin ja in der leibenden geilen Stadt noch. Vom letzten Berenzino? Mal. Nein, 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 nein. Ich Ach bin ja, in der da ganz im neuen. Norden. Und ja, aber die Türen sind offen, weil ich schätze, dass da schon gelootet ist. Ja, das habe ich im Moment. Ich finde, mittlerweile sind 4 Stunden, gerade im Anfängergebiet ist 4 Stunden scheiße. Da kriegst du nichts mehr. Ja, obwohl das da oben eigentlich nicht so schlimm sein sollte. So, die Polizeiwache ist noch zu. Das ist immer gut. Oder wieder zu. Ja, das könnte natürlich auch sein. Ja, die Türen Eine sind alle andere. offen drinnen. Ja, dann war jemand drin. Genau. Was haben wir denn da? Military Boots. Aber mein Ziel ist noch immer, dass ich alles in Spar. Okay, der ist bei den Hintereingang reingegangen, deswegen war alles zu vorne. Halt die Haupttür zu. So, da ist ein bisschen eine Dose. Na, gekommen. Achso, ich kann den immer mitnehmen. Hey, komm ich schon wo? War die ruined? Soll ich nach Elektro laufen? Komm rauf zu mir. Ah, da ist ja wieder kein Loot, wenn ich Ja, nach Küste lang naja, gehe. ich hätte halt vor, ja, zum Essen versorgen kann ich dich nachher. Aber ich brauche zuerst einen Rucksack, das wäre halt das Wichtige. Es ist da schon relativ viel noch trinken und so weiter da in den ganzen Gebäuden, dass ich gar nicht aufnehmen kann. Alles. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die Polizeiwachen teilweise im Spawngebiet Boah. sind. Weil du kommst teilweise auf die Welt, hast nichts zu essen, aber dafür den Mosin. Na, in der Polizeiwache, wo ich bin, ist gerade urviel zum Essen. Ich brauche aber zuerst einen Rucksack. Wäre halt einmal. Und wo viel Munition liegt auch herum. So, sonst so. Hey, eine Waffe! Einen Double Rifle. Was braucht er für Munition, weißt du das? Snaploader muss da rein. Ah! Muss einer oder kann man auch so laden? Glaub schon. Also So. zumindest wenn du Double Schuss Kurz nutzen möchtest. einmal Video, Audio. Ah, das ist so ein Scheiß, dass du da nicht Lautstärke, Master Volume. Jetzt hab ich den. Nein, da schießt einer. Ah, nein, Blödsinn, das ist. Man hört ja, wenn man Lautstärke umstellt, das hat man zu sehr gesagt, hört man einmal einen Schuss. Boah, eine M4 habe ich da jetzt. Am Dach oben gefunden. Man hört einen Schuss und man hört einmal einen Zombie-Schrei, dass man die Lautstärke kennt. Dachte doch, aber ich würde die Double Rifle mitnehmen, weil hier in dem Gebiet findest du definitiv eher Double Rifle Muni. Bist du sicher? Ich überlege gerade, ob ich die andere Muni weghauen soll, dass ich einfach mehr trinken mitnehmen kann und so weiter. Weil, Habe eine Kartoffel hungry. gegessen, die esse ich immer. Achso, hungry bin ich. So, machen. Ah, ich stelle mich mal da hinein. Dass ich nicht nass wird. Aber das habe ich auch noch nicht ganz herausgefunden, ob man jetzt durchs Nasswerden schlechter wird oder sowas. Oh, ich esse mal das Ganze. Aber Kartoffel. wenn du eine M4 da gefunden hast, dann war da definitiv noch keiner. Ja, oder Oder ja, hat es ist schlecht alles offen. geguckt. Oder er hat selber eine gehabt. Ja. Oder er hat eine Mosin gehabt und er ist eine Mosin lieber. Weil das kann alles sein. So. Bin jetzt wirklich überlegen, ob ich nochmal zum Hafen runtergehe. Ich habe mir jetzt schon die M4 genommen, halt. Weiß nicht. Finde sie fast besser. Da kannst du nur Probleme kriegen mit Munition, Ja, weil die, für aber. das du quasi nur an den Militärs spawnst. Vielleicht Sonst finde ich habe ich noch irgendwo was. nirgendwo Das irgendwo Beste, mein die. Outfit ist jetzt genial. Ich habe so eine Wolljacke. Dann einen weißen Arbeiterhelm Ja. und eine M4 im Rücken und eine Machete. So, was ist das für Munition gewesen? 0 Bucks, 10 Rounds. Ja, ich komme hoch zu dir. Was anderes bleibt mir eigentlich nicht logisch über. Ja, da Gerne wäre gibt halt da eine. viel mehr Loot. Könnte eigentlich auch cool, wenn man zwei Waffen über die Schulter hängen Ja, das könnte. links-rechts statt der anderen Ja. Nahkampfwaffe. Einfach. Ja, oder sogar halt noch mehr.
Weil die Axt tut ja dir sowieso irgendwie am Rucksack, oder? Nein. Ja, ich finde überhaupt die Rucksäcke können angepasst, dass man da vielleicht irgendwie mehr, wie soll ich das erklären? Hey, da gibt es ein Industriegebiet, oder wie? Nein, das schaut nur so aus. Dass man einfach auf dem Rucksack mehrere Teilrucksäcke noch draufschnallen kann, irgendwie. Also Militärsystem und so. Ja. Na, jeder Trekking-Rucksack ist eigentlich so aufgebaut. Halt jeder gescheiter Wanderrucksack hat das System so. So, ich überlege gerade, wo ich jetzt durchsuchen soll. Oder ob ich dann einfach nur weitergehen soll. Ah, weitergehen. Interessant wäre halt noch vielleicht der erste Typ, dass ich zuerst gebe für Höhlen. Da würde ich auch definitiv hin, gerade wenn du eine M4 hast, weil da findest du dafür Munition, oder du hast zumindest die Chance, da Munition zu finden. In normalen Häusern musst du gar nicht gucken für eine M4. Ja, ja, schon klar. Na, ich gehe jetzt nochmal ins Krankenhaus hinein. Im Moment hätte ich auch gerne mal eine Mosin mit vernünftiger Optik. Das ja, habe ich auch noch nie gehabt. Das ist so schlimm. Ja, diese PU-Scopes, ich hatte ja mal eins für eine SKS, war auch noch nie im Pristin. Okay. Was ist da? Das ist auch die falsche Munition. Viel zu viel Munition. Eine Axt haben wir da mal. Ey, ich habe eine 762-39er Muni. Halt glaub, für die SKS. Nee, 39 ist nicht SKS. Ist das ist die schwarze. Ja, SKS, aber nicht Mosin. Und Double Rifle müsste auch da rein. Ja, weiß nicht, du wirst noch ein bisschen länger brauchen bis daher, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin noch nicht losgelaufen. Ich suche erst die Häuser. Also es dauert sicherlich noch eine ganze Ecke. Ja, das Problem, was ich halt habe, ich kann nicht wirklich viel lagern zurzeit, dass ich dir Nahrung schon einmal storen kann. Hab zwar einen, das liegen so viele Dosen in der Stadt herum, halt Trinkdosen. Aber das andere Essenszeug ist relativ rar auch. Ja, das ist ja. Und eine Feuerwehraxt. Ich habe für die M4 ein Stativ. Ein B-Bone, meinst du? Oder Bi-Bone, wie man es ausspricht. Aber ich kann es dir nicht mitnehmen. Ja, ja. Platz. Ist ganz klar. Essen geht vor. Wenn ich dir welches finden würde. Bist du schon in Berenzino? Hä? Ob du schon in Berenzino bist? Nee, ich bin in Kamishovo. Okay. Also da gehst du auch alles durch. Näher als Elektro, ja, weil ich habe in der Feuerwehrwache waren alle Türen zu. Aber okay. Es lag keine Waffe drin, also war bestimmt schon jemand. In Kamishovo gibt es eine Feuerwehrwache? Ja. Meinst du nicht Polizeistation? Polizeistation, ja. Okay. Die mit der Wendeltreppe halt. So, dann ist mal eine Orange noch. So, da unten, das schaut so, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob das offen war oder zu war. Ja, weil in den Kommentaren gefragt wurde, ob die zwei noch einmal mitspielen werden, die zwei, die über das letzte sozusagen dabei waren. Ja. Ich würde sie auf jeden Fall anschreiben. Ja, einer hat mich auch vor einer Woche oder so schon mal angeschrieben. Wenn es sich zeitmäßig ausgeht, dann auf jeden Fall. Halt, das hat richtig Laune gemacht, umso mehr Leute, umso lustiger ist das Spiel halt. So. Okay, ich laufe jetzt los, ich schätze mal, dass ich ungefähr 20 Minuten in Berenzino bin. Ah, du bist ganz unten, okay. Ja, ja, klar, ich bin eigentlich... Kamishovo also, ist ja fast bei Elektro, stimmt schon falsch. Ich war da jetzt, ich glaube, du bist da bei der Factory in der Nähe. Wäre nicht so diesiges Wetter, hätte ich, kann ich bald rüber gucken, Elektro. Ja, ja. Ich habe mich jetzt vertan gehabt. Elektro reingehen wir eigentlich, naja, aber dann glaube ich komplett in die falsche Richtung. Solange ich keine Deppen hier treffe, aber heute sind sowieso relativ wenig Leute hier. Ja, wir spielen halt zu einer Zeit, wo nicht so besonders viel los ist auf unseren Servern. So, jetzt bin ich aber auch gut, weil ich von den Gegnern im Moment. Boah. Sorry. Die Nase voll hast? Weißt du, da kämpft man für die, beschützt die, füttert die durch und die geben dir einen Kopfschuss. Das finde ich auch ein bisschen Arsch. Vor allen Dingen, weil ich wirklich, ich habe kurz mit denen gequatscht und so, die wussten, dass ich freundlich war und hier nichts zu. Mhm.
Und ich war halt auch viel besser ausgerüstet. Ja, du hättest sie alle wegsnacken können. Ja, aber die hatten halt so wenig. Der eine hat halt einen Schulterhalfter und eine Amphibia oder wie die heißt. Mhm, naja, die kleine da, die, ja, die 9mm oder die was. Die Wasserpistole. Ja. Na, noch nimmer. 001er Rounds hat die oder so. Wie ein Luftgewehr oder sowas ja. Ist das wahrscheinlich. Die rennen da noch vorne hin, keine Ahnung, ob es da was gibt. Ich glaube, das sind dann so mehr oder weniger so. Platzpatronen. So minimale Bleikugeln, weißt du, so. Die du eigentlich in der Schrot hast, nur halt einzeln. Mhm, so ungefähr, ja. Ja. So, ich muss hier gerade, ich muss. Mein Inventar noch austauschen. Damit haben sie mich platt gekriegt. Die Cola-Dose kommt auch da raus. Berenzino muss ich aber auch durchschauen, sonst kriege ich Hunger. Ja, ja. Das Problem ist, ich kann dich auch nicht wirklich wegfüttern. Weil ich selber ja. Nur. Was zum Trinken hab. Ein blauer Wollbolle. Grün oder blau? Grün oder blau? Blau. Schaut besser aus. Ich hab jetzt eine Mütze. Dann wird da wenigstens nicht mehr. Und es hat auch vorher zu regnen. Wird dann immer kalt am Kopf. So, was ist das für eine Muni? 2250 Rounds. Freue mich auch schon total auf sowas wie Zelte bauen im Wald und so. Ja, überhaupt zu lagern und eher nachher draußen, ja, Lager draußen überleben. Sagt, wenn man stirbt, okay, da und da hat der halt, was weiß ich, hast du dein Lager und ich komme dann, nachdem ich gestorben bin, mal dahin und so. Kann man sich auch immer wunderbar treffen. Ja, oder dass man auch zum, dass wirklich das Nahrungssystem anders gebaut wird, dass man nicht nur auf Dosenjagd gehen kann, dass man auch, weiß nicht, Äpfel pflücken, Orangen pflücken, jagen gehen, fischen gehen, so wie halt jetzt in Alt ist schon möglich alles ist. Oh. Ja, okay, man kann halt nicht jagen gehen, das geht noch nicht in Alt ist, aber man kann fischen, halt fischen ist auch ein bisschen komisch, man zieht sich einen Taucheranzug an, geht tauchen und hebt dann sozusagen das, was man, hey, ich habe einen Rucksack gefunden, fängt die Fische dann mit der Hand sozusagen. Auch ein bisschen lächerlich, aber ja. Hast du eigentlich Rennen immer noch irgendwie auf der Maus? Ja. Habe ich noch. Wieso? Habe ich gerade überlegt, ob ich mir das auch mache. Es ist viel angenehmer. Weil ich habe das auf der Monsters D5 oder sowas, halt die noch vorschalten ist, wenn mein Browser ist. Und auf der hinteren Monsters habe ich Sprechen drauf. Halt wenn ich laufe, dann tue ich nur mit der Maus lenken. Weil es ist einfach so genial, du brauchst dann die zweite Hand eigentlich gar nicht. Ja. Und bist die ganze Zeit eigentlich durchgehend am Laufen. Controls? Dann stelle ich hier Gameplay auf German. Das habe ich auf der Englisch noch stehen, weil sonst hast du manchmal fehlende Text-Cast halt noch. Ja, ja. Ja, deshalb habe ich ja auch anders immer. Warte mal, First Person Effects Controls. Jetzt habe ich schon das Haus noch hinein. Ich weiß es nicht. Das Turbo? Nee. Soll ich das schauen? Warte, na, ich glaube, ich hab's eh. Es ist gleich schnell Undo oder sowas. Default, Undo. Doppel W brauchst du nur schon. Zweimal W, was ist? Noch ein Rucksack. Was ist da noch drinnen? Right, check Shirt. Einmal Schuhe. Einmal ein bisschen was anderes. Hast du es gefunden? Er will irgendwie noch nicht rennen. Ey, ich drücke da einfach nur drauf. Hast du gespeichert? Nicht auf zurückgegangen, sondern auf okay oder. Warte mal, wenn du gehst auf Config. Ja, ja, er läuft ja. Aber Controls. Er läuft nicht, er sprintet nicht, weißt du? Ja, du hast nur beim normalen W, also das zugeben. Du musst du das bei. Fast Forward, oder? Ist das unter Controls drinnen? Oder wo muss ich da reingehen? Na, warte mal. Jetzt oh ja, Config, okay. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Das ist eigentlich ziemlich. Maustaste 5 oder 6 ist das bei mir. Macht richtig Spaß, so finde ich. Halt, wo du im Browser hochkommst. Ja, einmal vor. Halt die vordere Taste auf der Seite, bei der Maustaste. Die hintere Taste sprechen, nämlich bei mir. Ich habe ja auch noch so Tasten für Empfindlichkeit umstellen, ja, ja. Und halt so super slow und so. Weil ich jetzt vielleicht die da drauf lege.
Aber wir sehen uns dann im nächsten Bar und ich besorge uns jetzt mal ein bisschen was zum Essen, dass der Kunde einfach eigentlich nicht durchlaufen kann. Und ja, wir sehen uns dann irgendwann gemeinsam im nächsten Bad wieder. Ciao Leute, schönen Tag noch. Ciao.